Säulen aus Rauch und Asche steigen über einem Feld von Lava auf. Auf Hawaii ist das flüssige Gestein nach einem Ausbruch des Vulkans Kilauea in dessen Umgebung geflossen. Dabei sind Windhosen entstanden, nach Auskunft von Experten ein auf Hawaii eher seltenes Phänomen, das entsteht, wenn starker Wind weht und die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Der Kilauea ist für seine spektakulären Ausbrüche bekannt, die bei Touristen und Naturfotografen beliebt sind. Seine Lava fließt dabei mitunter bis in den Pazifik.